Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Jürgen Heuschenek. Ich bin der Leiter der Abteilung für Strategie und Qualitätsentwicklung in der Sektion Berufsbildung. Habe daher ein bisschen was mit AquaVet auch zu tun. Und mein Part ist jetzt sozusagen Peer Review ganz kurz noch einmal Ihnen vorzustellen und dann die Schulen, die aktuell ihre Peer-Prozesse abgeschlossen haben, auch entsprechend vor den Vorhang zu bitten. Ein bisschen haben wir das jetzt schon gemacht, wenn wir das mit Foto vorziehen mussten. Also normalerweise hätte meine Choreografie mit Auftrittsmusik und so weiter und raufgegangen. Sie wissen, Scheinwerfer, also wie es in einer richtigen Show gehört, haben wir diesmal ausgelassen, weil der Sektionschef leider früher weg musste. Ja, Peer Review. Sie wissen, es gibt das. Sie wissen, es hat eine wichtige Funktion. Und zwar haben wir in unserem QIBB-System ja kein externes Evaluierungsmoment. Wir haben keine Inspektionstruppen, die durch die Länder ziehen und Schulen durchprüfen und überall Stress erzeugen und verbrannte Erde hinterlassen. Haben wir nicht in unserem System. Wir setzen das sehr viel mehr auf die Selbstevaluation, auf die Eigenverantwortung, auf unser, glaube ich, mittlerweile gut eingespieltes Berichtssystem. Trotzdem aber ist ein externes Element sicherlich sinnvoll. Und wir haben als externes Element gewählt Peer Review. Warum Peer Review? Weil wir uns davon versprechen, dass der Nutzen am Standort maximiert wird. Es gibt im Prinzip, wenn man extern sich Schulen annähert, zwei Interessenslagen. Die eine kann sein, es will jemand, der Systemverantwortung hat, etwas darüber erfahren, was sich tut. Das ist ein ganz klar externalisiertes Interesse. Davon hat die Schule meistens wenig, außer dass sie sich fürchtet möglicherweise. Und das System vielleicht etwas. Das ist nicht unser Ansatz. Der zweite Ansatz, wenn man ein externes Element hineinbringt, ist, dass Standorte, Schulen, Organisationen aus einer externen Sicht etwas erfahren, was ihnen weiterhilft, in ihrem Prozess besser zu werden. Und wir haben diesen Ansatz gewählt. Wir setzen auf das. Wir setzen darauf, dass Peer Review eine geeignete Methodik ist, dass Peers die geeigneten Personen sind, ihnen am Standort zu helfen, sich weiterzuentwickeln, genau das zu sehen und zu schätzen, was sie tun, weil es sozusagen auch von Personen kommt, die in einer sehr nahen Beziehung zu dem sind, was da passiert. Ich bin relativ weit weg von Unterrichtspraxis, ja, andere Personen sind es nicht. Also es ist sehr wohl sehr viel sinnvoller, sich hier Peers zu suchen. Und das ist der Grund, warum uns das wichtig ist. Wir haben dieses Projekt oder diese Methodik in das System auch, sage ich mal, sanft hineingeschleust. Das ist ganz klar. Es muss freiwillig sein. Es hat keinen Sinn, das jemand aufzuzwingen. Sie müssen überzeugt sein, dass es ihnen was bringt. Sonst brauchen sie es nicht machen, weil es ist natürlich Arbeit. Wir werden dann ein bisschen was wahrscheinlich auch hören darüber. Aber sie haben dann viel davon und ich hoffe, auch dazu hören wir was. Sie brauchen jetzt nicht Schweißperlen kriegen. Sie erzählen einfach ganz locker, wie es heute so war, nicht? Ja. Sie kennen das. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, das ist wirklich der Ansatzpunkt, das ist das Spannende. Wir haben im Moment einen, sage ich mal, eher weniger Schulen, die sich in diesen Prozess hineinbegeben. Unsere Sichtweise darauf ist, dass natürlich die neue Reife- und Diplomprüfung, die jetzt ein Pflichtprogramm für alle ist, sage ich mal, viel Aufmerksamkeit an sich zieht. Auch die Umstellung auf Kompetenzorientierung im Unterricht und im Lehrplan macht das sicherlich, also wir haben ja nicht gerade eine reformschwache Zeit im Moment, also es gibt da genügend Dinge, die umzusetzen sind und das wird sicherlich auch die Aufmerksamkeit für bestimmte längere Prozesse im eigenen Bereich ein bisschen reduzieren. Das wäre einer unserer Ansatzpunkte, aber vielleicht können Sie uns dazu auch Ideen geben, was sozusagen Faktoren sind, die fördern oder hindern, dass man sich daran beteiligt. Das wäre sozusagen meine Vorrede gewesen. Wir kommen jetzt dazu, die Schulen vor den Vorhang zu bitten und Franz, ich glaube, das ist es dein Part, auch zu den einzelnen Schulprojekten etwas zu sagen. Hast du ein Mikro oder brauchst du meins? Okay. Also das haben wir jetzt nicht gut bedacht, so mit dem, Sie haben das selber gemerkt, mit der Bühne und der PowerPoint und so weiter. Ich würde vorschlagen, wir haben Vertreter von drei Schulen. Wir beginnen mit der HTL, so wie die Schulen da oben stehen, wir beginnen mit der HTL Leonding. Die HTL Leonding, mein Vorschlag ist, ihr macht in der Zwischenzeit das Händeschütteln, Fotografieren und ich kann ein bisschen was über die Schulen erzählen. Und ihr macht es so, dass der Beamer da nicht im Weg ist, oder dass ihr keine Schrift im Gesicht habt. Tut mir leid, das haben wir. Genau.
Also Lehrending ist eine Schule mit etwa 800 Schülern, etwas mehr als 800 Schüler, 100 Lehrerinnen und Lehrer im Team. Wir haben den Direktor, den Wolfgang Holzer hier, und den Peer-Review-Organisator, den Herrn Tumfat. Die Schule hat ihr Peer-Review jetzt erst im November abgeschlossen, also der Peer-Besuch war im November, Peer-Review ist noch nicht abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob ihr schon einen Bericht bekommen habt, und habt den Bericht bekommen, Dankeschön. Und jetzt wird dann praktisch drauf geschaut, wo ist denn fürs Follow-up dann die wichtige, die interessante Phase, wie geht es weiter. Das ist dann der Prozess, der jetzt noch kommt, und im Anschluss daran wird wirklich das Peer-Review erst abgeschlossen, also es kann noch eine Zeit dauern. Die Schule hat die Qualitätsbereiche, jetzt müssen wir schauen, Qualitätsbereich 4, also Lernergebnisse und berufliche Verwertbarkeit gefüllt. So ein Beispiel einer Frage, die sich die Schule selbst gestellt hat, die lautet: Erfüllt die Ausbildung der HTL Leonding die von der Wirtschaft geforderten nicht-technischen Kompetenzen? Und aus dem Qualitätsbereich 6, Management und Verwaltung: Wie zufrieden sind die beiden Partner mit der Kommunikation an der Schule, also die Partner, Lehrkräfte und Schulleitung? Während da Foto gemacht wird, mache ich mal gleich weiter mit der Barkeep St. Pöltner. Da ist der Schulleiter, der Edmund Leubinger, hier heute für die Überreichung da. Die Barkeep St. Pölten hat 730 Schülerinnen und Schüler, etwa 110 Mitarbeiterinnen, inklusive Lehrbeauftragte. Und auch die Barkeep, Sie müssen mich korrigieren, wenn ich das jetzt falsch sage, ihr habt auch im November den Peer-Besuch gehabt. Nur so zur Vorstellung auch, Peer-Besuch im November, 12. 13. November heißt, Bewerbung ist voriges Jahr im Oktober gelaufen, also die Schule hat sich im Oktober 2012 beworben. Der Kickoff war im Dezember 2012, Vorbereitung, den Selbstbericht zu formulieren, das Peer-Team auszuwählen und so weiter und so fort, dauert dann wirklich fast ein Jahr oder ein bisschen länger sogar als ein Jahr. Und die Qualitätsbereiche, also die Fragen, die die Schule auch untersuchen wollte, waren aus dem Bereich 2 Lernen und Lernen, das Thema Förderung von Schlüsselqualifikationen, aber auch ein Soft-Skills-Bereich. Und aus dem Qualitätsbereich 12, Partizipation und soziale Beziehungen, war die Frage soziale Interaktion zwischen Lehrerinnen und Schülerinnen, soziale Interaktion zwischen den Schülerinnen, Fragezeichen. Ebenfalls der Peer-Besuch war. Sie werden wahrscheinlich auch gerade den Peer-Bericht bekommen haben oder nicht. Der wird dann, also normales heißt, korrigiert es mich, 5 Wochen, danke. Und dann setzen wir praktisch gemeinsam einen Follow-up-Workshop fest, wo dann mit der Schule gemeinsam weitergearbeitet wird. Was passiert denn jetzt eigentlich mit den Ergebnissen aus dem Peer-Review? Wir überreichen mal die Auszeichnung. Die Schulen bekommen also so sie bekommen kein Zertifikat, sie bekommen eine Bescheinigung, dass sie das Peer Review durchgeführt haben, so wie es irgendwas funktioniert mit der PowerPoint-Internet, so wie es gerade zu sehen war, und sie bekommen das auch als digitales Logo, um sich auf die Schulhomepage geben zu können. Die PowerPoint macht wirklich, was sie will. Es ist eigentlich nur eine Bescheinigung, sonst nichts. Und trotzdem wäre es wichtig, dass man sagt, das hat Wert gehabt. Wir haben über ein Jahr dafür gearbeitet. Die dritte Schule, die Barkeep 8, Wien 8, ist eine Schule, die war voriges Jahr eigentlich schon fast hier. Die Barkeep hat nämlich ihren Peer-Besuch wenige Tage nach unserer Konferenz voriges Jahr gehabt. Jetzt haben wir gesagt, wir können Ihnen die Auszeichnung noch nicht geben. Sie haben sie in der Zwischenzeit bekommen, haben sie uns heute zurückgegeben. Jetzt überreichen wir sie noch einmal feierlich. Durchaus mit dem Aspekt, dass das nicht nur eine Auszeichnung für die Schule sein soll, sondern es soll auch ein Werbeträger für das Verfahren sein, für die Arbeit mit Peer Review. Da gibt es ein paar Fragen dazu. Übergibst du mal das Zertifikat, und ich sage kurz noch ein paar Worte zur Barkeep 8. Wir haben eine Schule. Mit 260 Schülerinnen und Schülern, 60 Lehrerinnen, also wir haben eine Bandbreite wie immer im berufsbildenden Schulsystem, eine 5-jährige Ausbildung und
wie gesagt, das Peer Review, der Peer-Besuch fand voriges Jahr im Dezember statt. Die waren gemeinsam in einem Follow-up-Workshop, der ist dann im Februar, Ende Februar gewesen, mit dem Professor Wilbers, den kennen vielleicht auch ein paar noch. Und die Qualitätsbereiche waren einerseits aus Lernen und Lernen, aus dem Qualitätsbereich 12 gewählt und aus 13 Gender Mainstreaming. Das sind so die Regel heißt, es muss zwei Fragestellungen aus zwei Qualitätsbereichen geben. Es muss zumindest eine pädagogische Fragestellung sein, können auch zwei sein, die zweite kann also auch aus einem anderen Bereich sein. Jetzt übergebe ich an dich. Gut, danke schön. Jetzt habe ich noch zwei ganz einfache Fragen an Sie, die ich Sie bitte kurz zu beantworten. Die erste, warum haben Sie das eigentlich gemacht? Was war sozusagen für Sie eigentlich, warum lassen Sie sich auf sowas ein? Und die zweite ist, und die ist mindestens genauso spannend, was hat es Ihnen gebracht? Jetzt wissen wir, Sie sind quasi noch im Prozess drinnen, und es ist wahrscheinlich im Moment anders beantwortbar als vielleicht oder hoffentlich in einem Jahr, aber so mal eine erste Idee dazu. Darf ich gleich mit Ihnen beginnen? Ja, warum haben wir das gemacht? Weil es ein spannender Prozess ist und ihr gut Werbung macht dafür natürlich. Dann natürlich, Barkeep ist traditionell weiblich besucht. Wir haben das Peer Review explizit im Kolleg-Standort durchgeführt, in der Erwachsenenbildung, wo wir feststellen, dass immer mehr männliche Studierende die Ausbildung besuchen. Das heißt, in meiner Klasse aktuell 30% männliche Studierende. Das ist relativ hoch. Das macht natürlich etwas mit Lehren und Lernen. Und so haben wir einfach gesagt, wir lassen evaluieren. Wie schaut es denn aus mit unserem Genderwissen, Gender-Mainstreaming? Ja. Und es zahlt sich aus. Es ist viel Arbeit, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber es zahlt sich aus. Und gibt es schon eine erste Idee, was es gebracht haben könnte? Auf jeden Fall neue Kooperationen im Lehrendenteam, Bewusstseinsbildung sowohl bei Lehrenden als auch Studierenden und immer wieder spannende Fragen. Auch die Funktion momentan der Genderbeauftragten. Also wir machen das sehr lustvoll. Ja. Na fein, herzlichen Dank. Darf ich Sie bitten, Entschuldigung. Ja, ganz klar. Würde ich mich auch nicht trauen. So geht es für uns nicht zu. Also. Bitte schön, die zwei Fragen muss ich, glaube ich, nicht wiederholen. Nein, okay. Gut. Es war eine gute Gelegenheit, Zeichen zu setzen, nach innen und nach außen. Nach innen einmal, Frau Ministerialrätin Kiss, wie Sie gesagt haben, das Feuer sollte wieder etwas entfacht werden in Bezug auf die Qualität. Ist der eine Aspekt und der andere Aspekt nach außen hin. Ich glaube, dass das auch ein ganz gutes Mittel ist, sich den Partnerfirmen zu präsentieren, dass wir keine Scheu haben, dass auch von außen wer draufschaut auf die Qualität der Schule. Ich glaube, das bringt imagemäßig einiges. Und natürlich intern, dass in der Kollegenschaft wieder deutlich gemacht wird, dass Qualität einfach ein wichtiges Thema ist, das man permanent verfolgen sollte und muss. Also sozusagen ein innerer und ein äußerer Grund. Richtig, sozusagen, ja. hat sie ja. da getrieben. Und gibt es schon erste Ideen, was es gebracht hat? Naja, so eine erste Reflexion darüber? Der Endbericht ist gestern gekommen. Wir haben noch okay, nicht so Sie haben es noch nicht gelesen, gehabt, so richtig, ja, klar. Ja, aber sicherlich einmal die erste Motivation, der erste Motivationsschub, der ist ganz gut ausgefallen, der erste Bericht. Und ich glaube, dass die Kollegenschaft gesehen hat, dass das nichts Unanständiges war, sondern dass das wirklich eine klasse Sache war und dass ich das eigentlich nur empfehlen kann. Super, Dankeschön. Würden Sie es weitergeben, das Mikro? Bitte schön, die zwei Fragen sind, glaube ich, klar. Bekannt, klar. Ja. Ja, vielleicht ganz kurz ausholend. Ich hatte vor knapp 10 Jahren das Glück, ich nenne es durchaus Glück, in der Arbeitsgruppe tätig zu sein, die Leitbild und Qualitätsmatrix für die Bildungsanstalten erarbeitet hat. Von da an war es für mich eigentlich immer ziemlich klar, dass QIBB ein ganz wichtiges Mittel für den Prozess an der Schule ist. Weniger jetzt primär zur Umsetzung irgendwie ministeriell verordneter Themen, der Herr Sektionschef ist eh schon weg, aber ich würde es auch sozusagen trauen. Gerade nämlich um die Lehrerinnen, die Kolleginnen mitzunehmen, ist es so, glaube ich, sehr, sehr wichtig zu schauen, was ist für uns am Standort wesentlich, welche Fragen bewegen uns hier und mit Hilfe des Peer Review kann man, glaube ich, da ganz gut in diese Richtung arbeiten. Das ist ein sehr probates Mittel, auch wenn es in der Vorbereitung ohne Zweifel Arbeit ist, Arbeit vor allem für die
Koordinatorin und Qualitätsprozessmanagerin, die leider heute nicht mitkommen konnte. Ja, wir haben dann wir haben uns spezialisiert auf das Leitbild, haben die zwei Fragen auch aus dem Leitbild herausgenommen, haben selbst vor 3 Jahren ungefähr so ein kleines schulinternes Symposium zum Thema Leben wie unser Leitbild gemacht und haben versucht, das jetzt eben im Zuge eines Peer Reviews, diese zwei Themen zur Kommunikation, zur internen und vor allem zum Thema der Verantwortung und Eigenverantwortung der Schüler und Schülerinnen im Zuge des Peer Reviews hinterfragen zu lassen und hier auch einen Punkt noch von außen betrachten zu lassen. Die beiden Schultypen, also BarKib und BarSop, ist immer sehr wichtig. Da gibt es durchaus unterschiedliche Wahrnehmungen. Wir haben auch unterschiedliche Ergebnisse zum Teil bei den Evaluationen gehabt und da war es uns auch wichtig, den Fokus darauf zu legen, ob hier vielleicht auch außen signifikante Unterschiede da wahrgenommen werden. Was es gebracht hat, wie gesagt, wir hatten vor 14 Tagen die Peers im Haus, Qualitätsbericht, also der Abschlussbericht steht noch aus. Wie wir dann damit umgehen, gebracht hat es auf alle Fälle einmal eine stärkere Motivation, ganz ohne Zweifel, der Kollegenschaft, weil sie hier gesehen hat, dass es etwas ist, das uns bewegt und woran wir arbeiten wollen. Und wir haben von Anfang an in die Vorbereitung des Peer Review auch die Schülervertretung mit eingebunden, weil es einfach ja Themen sind, die sie auch massiv betreffen. Und es soll ja letztlich dort auch immer alles ankommen, wie der Sektionschef gesagt hat. Und das hat, glaube ich, auch die Schülervertretung stärker für dieses Thema sensibilisiert und hat eine sehr interessante Zusammenarbeit hier gebracht. Fein, herzlichen Dank. Dankeschön an Sie für Ihre kurze, oder die Möglichkeit, die es uns gegeben hat, einen kurzen Einblick zu haben, in was passiert ist. Danke Ihnen herzlich, gratuliere noch und hoffe, dass Sie auch aus den Berichten, die jetzt ja dann eingearbeitet werden, auch wichtige Erkenntnisse noch herausholen können und für sich gut weiterverbinden können. Herzlichen Dank.